Ob ich was von Schiffen verstünde, fragte ich. Ich kenne jedes einzelne Gefährt in diesen Gewässern und jede einzelne Person. Von Galion bis zu allen anderen, mein Herrn. Mein Herr. Hast du Feinde? Diese Fäuste werden sie in die wartenden Arme der Seegöttin treiben. Er ballt seine Fäuste und streckt sie, quasi als schlagkräftiges Argument für seine Behauptungen. Behauptung gen Himmel. Ah. Ich könnte jemanden wie dich in meiner Mannschaft gebrauchen. Was soll ich für dich tun? How fate has brought us together? Siehst du, wie uns das Schicksal zusammengebracht hat? Nein, ich sehe nur, wie ich hier reingestolpert bin und du hier einen Aufstand machst. The ice-hearted guard, she has set my fine at 400 pyres. I have none. I flounder here until the debt is paid. Diese kaltherzige Wache, sie hat meine Strafe auf 400 Pires gesetzt. Ich habe keinen einzigen Pires, ich darf hier zappeln, bis meine Schulden beglichen sind. Irgendwelche Vorschläge, wie ich dich da rausbekommen soll? A matter of coin. 400 beautiful coins. That or the key, yes? The door is the thing. Eine Frage des Geldes. 400 wunderschöne Münzen, das oder der Schlüssel, nicht? Um die Tür geht's. Megere lehnt sich vor, um mit seinen Fingern die Gitterstäbe seiner Zelt zu greifen. Er rüttelt an ihnen, vergeblich, seufzend legt er seine Stirn auf die Stäbe. The commander, she guards the keys like a jealous wife. It would take steady hands to slip it from her pocket. That is, if you have need of keys at all. Die Kommandantin, die bewacht den Schlüssel wie eine eifersüchtige Ehefrau. Da bräuchte man schon flinke Hände, um ihr den aus der Tasche zu ziehen. Das heißt, wenn du überhaupt einen Schlüssel brauchst. Er dreht mit seinem Finger kleine Kreise in der Nähe des Schlosses und zwinkert dich unbeholfen an. You think me idle to ask this of you and do nothing? I have scratched, sir, a little mortar from beneath the bars at the window at every chance. The stonework, it is very strong. I can do nothing by hand. With tools, perhaps. With explosives, for certain. Du hältst mich bestimmt für faul. Das ist alles von dir zu verlangen und selbst nichts zu tun. Aber werter Herr, ich habe bei jeder Gelegenheit ein bisschen Mörtel unter den Gitterstäben im Fenster weggekratzt. Das ist ein Mauerwerk, es ist sehr stabil. Von Hand lässt sich da nichts machen. Mit Werkzeug vielleicht, mit Sprengstoff ganz bestimmt. Norgum in the Kraken's Eye. He carries many such useful items. All for legitimate use, of course. Animancers, they love explosives. Norgum im Krakenauge, der hat immer solch nützlichen Kram dabei. Natürlich nur zur gesetzeskonformen Anwendung. Die Beseeler, die lieben ihre Sprengstoffe. Er hebt seine Augenbrauen und grinst sich mit allen Zähnen an. Dann lebt mal wohl. So, der betrunkene Seemann und die Ordnung wiederherstellen sind neu. Ich habe angeboten, Savia zu helfen. Ich werde versuchen, den Bandenanführer Ilari zu überzeugen, mitzuhelfen, die Ordnung in der Grosseri-Straße im Port Maia aufrechtzuerhalten. Begib dich zur Grosseri-Straße im westlichen Teil von Port Maia. Der betrunkene Seemann. Rumdum Prigere, ein im Gefängnis von Port Maia inhaftierter Seemann, hat mir angeboten, sich meiner Mannschaft anzuschließen, wenn ich ihn dort raushole. Prigere meinte, dass Kommandantin Savia ihn freilassen würde, wenn seine Strafe bezahlt wird. Leider hat er eine Strafe von 400 Pires angesammelt. Jo, ich habe 644. Regere meinte, dass Savia die Zellschlüssel bei sich trage. Es könnte möglich sein, das Mauerwerk um das Zellfest herum zu zerstören und Regere zu befreien. Das wäre laut aber effektiv. Nog und ein Kaufmann im Obergeschoss des Krakenauges in Port Maria handelt mit der Art von Gegenständen, die ich möglicherweise brauche, um Regere aus seiner Zelle zu holen. Yes? Ich glaube, wir versuchen erstmal ihren Auftrag zu, also ihre Probleme zu beheben. Vielleicht ist sie ja dann so nett und lässt ihn für weniger gehen. Vertraut ihn quasi uns für etwas weniger an. Der Captain aus dem Dirrwald, hast du vor, dich hier länger aufzuhalten? Ja, solange bis mein Schiff repariert ist. Du hast Frischfisch. Ich habe etliche Fische hier, die ich gerne verkaufe. Habe sie alle selbst gefangen. Der Mauner grinst stolz. Dann zeig mal, was du hier hast. Feuerseetang. Schleimaal. Silberflosse und Kuttelfische. Ja. No contest.
Warum wäre Wettrennen zum Start keine Chance? Was denn bloß? Was denn bloß, weil du... Okay, jetzt sehen wir. Was denn bloß, weil du Schwimm heute hast und ich nicht schwimmen kann? Du bist ja selbst auch nochmal Mann. Okay. Captain aus dem Dürrwald, du siehst groß aus. Die Stürme hier sind gar nicht, sind gar nichts im Vergleich zu denen daheim. Ja, du bist wahrscheinlich aus Raotai. Da ist der Markt. Rinkos Haus. Red Serens, Adherence, the Dear Wooden. What next? A giant right out of the living lands? Don't joke. Who knows what that thing was? Ja. Ich wusste ja, dass es in Tofusfall von merkwürdigen Bestien nur so wimmelt, aber so eine riesige Bestie hatte ich nicht erwartet. Die sind halt alle beim Saufen und so. Hier kann ich den Ort zu Fuß verlassen. Aber ich will erstmal mich weiter umsehen. Ins Untergeschoss rein, im Obergeschoss wieder raus. Und am besten rasten wir hier mal, dass Tag wird. So teuer wird es ja hoffentlich nicht sein. Und vielleicht kriegen wir auch Rastboni. Port Marie Wache. What can I do? I'd be glad to. Diener. Noch ein Diener. Die reden alle nicht mit mir. Okay. Why doesn't Thorold call the guard? Who? Darmo is babysitting. And the rest are scattered across town. There must be someone. Warum ruft Torre nicht die Wache? Wen? Darmo spielt den Babysit und der Rest ist in der Stadt verstreut. Irgendjemand muss doch da sein. Worum geht's hier gerade? Hallo Torre. Wir haben leider kein Zimmer für dich. Der recht große Mann in den Tresen wirft einen Blick in deine Richtung und lächelt grimmig. Guessing you're the one came in off that shipwreck down south. Not sure if that's good luck or bad, but here, I figure you deserve a drink. Schätze, du bist derjenige, der im Süden Schiffbruch erlitten hat. Bin nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist, aber hier, ich denke mal, du hast was zu trinken nötig. Er schiebt einen Humpen Ale über die Theke zu dir. Ja, ich habe einen Gegenstand da, einen Zutaten. Ey, der Gegenstand wurde in dein Lager abgelegt. Danke, wie war was mit dem Zimmer? You aren't the first outsider to turn up looking for a place to stay after their ride off the island ended up at the bottom of the sea. Wir sind voll belegt. Du bist nicht der erste Fremde, der nach einer Übernachtungsmöglichkeit sucht, nachdem die Fahrt von der Insel am Meeresgrund geendet ist. Ey, Erinnerung fixiert dich mit abschätzendem Blick. Danke. Well. Tell you what, I've got one room ought to have been cleared out by now. Only the occupants decided to outstay his welcome. Pass auf, ich... He hasn't settled his bill. Pass auf, ich sag dir was. Ich habe ein Zimmer, das eigentlich schon leer sein sollte. Der derzeitige Gast will es jedoch nicht verlassen. Das Problem dabei ist, dass er seine Rechnung nicht bezahlt hat. He's a merchant captain by the name of Galleon. I've given him a fair chance, but he's been a right prick about the whole thing. I've got a spare key here. You chase him and his pals off, and the room's yours. At a discount. Er ist der Captain des Handelsschiffs. Sein Name ist Galleon. Ich habe ihm eine faire Chance gegeben, aber er hat sich bezüglich dieser Angelegenheit wie ein echter Mistkerl verhalten. Ich habe hier einen Ersatzschlüssel, verjag ihn und seine Kumpel, und du bekommst das Zimmer mit Rabatt. Er schiebt dir den Schlüssel über den Tresen. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Soll ich ihn umlegen? Was, wenn er nicht freiwillig geht? Wie wäre es, wenn du mich stattdessen bezahlst?
Ich schätze, ich werde einfach draußen am Strand meine Lage aufschreien. Was, wenn er nicht freiwillig geht? He's a prat, but he's not so tough. Smack him around if it comes down to it. But I figure a few sharp words ought to do the trick. Ah ja, er ist ein Trottel, aber nicht so hart, wie er tut. Hau mal ein paar runter, wenn es sein muss, aber ich denke, dass ein paar deutliche Worte ausreichen sollten. Ich werde sehen, was ich tun kann. I'll have someone tidy the place up for you once you're through. Chances are they've spilled ale just about everywhere. Ich weiß es zu schätzen, wirklich. Wenn du das erledigt hast, lasse ich das Zimmer für dich putzen. Die Chancen stehen gut, dass sie überall Ale verschüttet haben. I don't want the man dead, and that's not what I'm paying for. Just see him on his way and we'll call it done. Ich will den Mann nicht tot sehen und das ist nicht das, wofür ich bezahle. Wirf ihn einfach raus und wir betrachten die Sache als erledigt. Er nickt ein letztes Mal und wendet sich ab. So, hier ist sonst niemand, der irgendwas zu sagen hat. Nö. Dann gehen wir mal ins Obergeschoss. Der Captain aus dem Dürrwald, ja. Das sagen sie alle wohl zu mir. Norgund, hi. Ah, a new face. You've heard, of course, that Norgund remains the most reliable and discreet supplier of mostly legitimate wares. Ah, ein neues Gesicht. Du hast selbstverständlich schon mitbekommen, dass Norgund das vertrauenswürdigste und diskreteste... Dass Norgund der vertrauenswürdigste und diskreteste Händler für größtenteils legitime Waren bleibt. Are you looking for something in particular? Suchst du nach was Bestimmten? Größtenteils legitim? I am an honest merchant, sir. But I confess that the tools I supply have an unjustly sinister reputation. How my clients decide to use these items is not my responsibility, after all. Mhm. Ich bin ein ehrlicher Kaufmann, jawohl, aber ich gestehe, dass die Werkzeuge, die ich anbiete, zu Unrecht einen finsteren Ruf haben. Wie meine Kunden sich entscheiden, diese Gegenstände zu nutzen, ist es schließlich nicht meine Verantwortung. Zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Dietriche wären immer gut. Onyx. Achso, Edelstein. Also Vulkanglas. Aschebomben. Svev, natürlich. Er verkauft Drogen. Ja. Die Konsumenten dieser Droge berichten, dass sie ihnen die Gefühle der Wichtigkeit und Bedeutsamkeit verleiht. Also ja, Droge. Kit des Diebes? Fingerfertigkeit und Mechanik. Mhm. Gut. Of course. Kennst du die Geschichte hinter dem Krakenauge? Hm. Quick save. Don't remember ordering more drinks. Kann mich nicht erinnern, mir bestellt zu haben. Ach ja. Der betrunkene Seemann? Nein, der bessere. Ja, da eine Reihe von Händlern nach der Zerstörung durch den Sturm in Port Maya gestrandet sind, gibt es keine freien Zimmer in der örtlichen Schenke. Der Gastwirt Torel ist jedoch bereit, mich unterzubringen, wenn ich einen seiner derzeitigen Gäste rausschmeiße. Torel identifizierte den Übeltäter als Gallien, einen Handelskapitän. Ich finde ihn und seine Mannschaft oben im hintersten Zimmer. Ich habe Gallien und seine Kameraden gefunden. Den Gestank nach Todeszeiten haben sie schon seit Tagen gebechert. Feiernder, Baru, Feiernder. Was ist mit dir, Baru? Gallien's working his way through every drink on offer, idiot. Mhm. Thought I'd locked that thing. Ich dachte, ich hätte das in der Tasche. Der Edelmann mit den glasigen Augen vor dir trägt den elendigen Gesichtsausdruck des kürzlich Ernüchternden. Er riecht auch so, als wäre er ein paar Tage lang in einem Fass eingelegt gewesen. Thing is. The way doors work, right? And I realize this is complicated, is that you close them and then uninvited people stay on the other side.
Ich werde dir mal erklären, wie Türen funktionieren, okay? Und ich weiß, das ist kompliziert. Man macht sie nämlich zu, damit Leute, die man nicht sehen will, draußen bleiben. Try not to slam the door on your way out, yeah? My head's going to pieces. Versuch die Tür auf dem Weg nach draußen nicht zuzuknallen. Ja, mein Kopf platzt sonst. Ich bin wegen der Miete hier. Oh, I. You running Thorol's errands? Well, I haven't got his pay. And he knows it. Come back tomorrow. Better yet, tell him I'll swing by myself when I do have it. Ach ja, bist du etwa Thorols Laufbursche? Tja, ich hab sein Geld nicht und er weiß das auch. Komm morgen wieder vorbei. Noch besser sage ich, ich komme bei ihm vorbei, wenn ich es habe.